Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Eine ganz liebe Kollegin von mir hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein paar Produkte aus ihrem Shop und ihre Online-Schulungen bzw. DVD-Schulungen zu testen. Das ist die liebe Manu und da habe ich gesagt, ja klar, da bin ich dabei. Und das Päckchen von der Manu ist jetzt angekommen und das werde ich jetzt mit euch öffnen quasi. Also geöffnet ist es schon. Aber euch zeigen, was sie mir mitgeschickt hat und ja, erstmal um das Interesse zu wecken und zu zeigen, so einen kleinen Ausschnitt zu zeigen, was sie denn so hat. Und dann käme natürlich die Frage an euch, was möchtet ihr gerne sehen, was soll ich euch zeigen, wo liegt das Interesse, worüber soll ich ein bisschen länger reden, weil wenn ich jetzt alles zeige und dann auch direkt vorstelle, dann wird das Video, finde ich, viel, viel zu lang und ich lege jetzt einfach los. Viel zu viel Gequatsche wieder, ich lege einfach los. Und zwar war dabei eine Schulung, ein Workshop, French und Smile. Darin stellt sie die verschiedenen Arten, wie man eine French ziehen kann, beziehungsweise eine Smile-Line ziehen kann, vor. Das ist ein Workshop, der kostet 39 Euro, zuzüglich Versand. Dauert circa 45 Minuten. So, also wenn man noch Schwierigkeiten hat, eine French zu ziehen, dann könnte man sich den gut anschauen. Ich bin mit den Workshops auch noch nicht durch. Also ich habe jetzt angefangen, ganz ehrlich, die fortgeschrittenen Schulungen zu schauen, aber ich bin da noch nicht ganz durch. Aber auch da, wenn ich das durchgeschaut habe, kann ich euch gerne mehr verraten. So, als zweites habe ich mir gewünscht, dass sie mir die fortgeschrittenen Schulungen schickt, weil das mich natürlich mehr interessiert, was dann noch so für Tipps und Tricks und so versteckt sind. Die kostet 129 Euro. Ich werde euch alles aber auch nochmal, auch ihren Shop in der Infobox verlinken und auch ihre Social Media Kontakte. Das werde ich dann auch machen. So, dann habe ich Pinsel zugeschickt bekommen. Das hier ist, also ich finde die alle drei, ich werde euch die jetzt zeigen, es sind drei an der Zahl. Vom Design her gefallen die mir richtig, richtig gut, wobei ich einen Liebling habe. Aber den werde ich euch nachher auch noch zeigen. Und ihr wisst sofort, warum es mein Liebling ist. Dieser Pinsel hat zwei Seiten. Ich habe ihn also jetzt auch noch nicht, das sieht man auch noch, der ist also richtig steif noch. Ich habe ihn noch nicht richtig bearbeitet. Und zwar hat er eine gerade Seite und eine abgerundete Seite. Auf dem Pinsel steht, dass er auch für Acryl geeignet ist. Da hat sie mir schon gesagt, ja, vielleicht für so 3D-Geschichten. Aber irgendwann macht der Pinsel das Acryl nicht mehr so ganz mit. Sie empfiehlt es also für Gel. Und zwar kann man diese flache Seite könnte man benutzen, für, um Haftgel einzuarbeiten und um Farbverläufe zu machen. Und die andere Seite ist super gut zu verwenden für Full-Cover-Auftrag und für die Modellage an sich. So, das wäre der Pinsel. Der kostet 15,99 Euro. Und wie ich finde, in einem schönen Design. Und was ich mittlerweile auch echt mag, sind die, das Pinsel mit Deckel. Also die finde ich persönlich tausendmal besser, weil ja, die stehen halt bei mir neben dem Tisch. Kann ich euch auch kurz zeigen. Völlig unprofessionell. In so einem, ja, das war mal so ein Dessert zum Nachtisch. Und da stehen die bei mir drin. So, wenn das jetzt Pinsel sind, die keine Hülle haben, dann kommt da Licht dran und das, finde ich, tut denen immer nicht ganz gut. Und deswegen finde ich die mit der Hülle, da ist der Pinsel einfach schön geschützt drin. So, das gefällt mir richtig gut. Dann habe ich einen rosanen Nail Art Pinsel geschickt bekommen. Kappe abmachen. Dann eine ganz, ganz feine Spitze. Ich zoome euch mal kurz näher ran, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Also eine ganz, ganz feine Spitze zum Malen. Gemalt habe ich damit jetzt, wie gesagt, noch nicht. Das werde ich alles noch testen. Der kostet 14,99 Euro. Hat auch wieder ein ganz süßes Design, diesmal mit diesen Perlchen im Stiel. Also wie gesagt, ich finde die total schön. Und jetzt kommen wir zu meinem Liebling. Und ihr seht schon, jetzt muss ich wieder ein bisschen rauszoomen. So.
Und ihr seht schon, warum das mein Liebling ist. Denn der ist schwarz und hat schwarze Perlen. Und ja, ist halt auch ein feiner Nail Art Pinsel. Ich habe euch wieder ein bisschen näher rangeholt. Auch eine ganz feine Spitze. Auch die jetzt noch nicht wirklich eingearbeitet. Was heißt nicht wirklich, gar nicht eingearbeitet. Und ja, aber da habe ich mich riesig drüber gefreut. Weil, da sagte die Manu, den hat sie mir auch extra geschickt, weil ich halt so auf schwarz stehe. Scheint schon irgendwie jeder mitbekommen zu haben, der meine Videos kennt. Auch 14,99 Euro. Wie gesagt, ich blende euch das aber alles unten dann in der Infobox nochmal ein. Dann habe ich ein blau-pinkes Chromflex bekommen mit einem kleinen Applikator dazu. Die mache ich euch jetzt auch mal eben auf. Und bei Chromflex finde ich das immer so toll, dass sie dann immer alle so fluffig da rausfliegen, wenn man es öffnet. Wer kennt das übrigens auch mit diesen Fingernägeln, dass man diese komischen Sachen hier nicht aufkriegt? Ah! Aber Frau weiß sich ja zu helfen. Ich hole mir eine Pinzette. So. Und da fliegen sie schon. Ich finde das ja eigentlich schön, ne, wenn man es nicht die ganze Zeit so am Tisch hängen hätte. So, in der Farbe blau-lila sind die dann. Habe ich mich auch riesig drüber gefreut, weil in blau-pink, Entschuldigung, weil in der Kombi habe ich Chromflex auch noch nicht. Und ich freue mich da jetzt auch schon drauf, Designs mitzumachen. Wie gesagt, dieser kleine Applikator ist dabei. Die Chromflex kosten 7,99 Euro. Dann habe ich noch auch so schön verpackt, dass nämlich dann auch im Paket nichts auslaufen ist jetzt auch übertrieben, aber so, dass das, wenn so ein Glitzer aufgeht und sich dann im ganzen Paket verteilt, ist das natürlich dann nicht schon besonders schön. Das mache ich jetzt auch mal eben auf. Daher ist es ein Unboxing-Video. Da sind zwei Applikatoren dabei, die kann man immer gebrauchen, auch für Pigmente dann später noch. Und auch das öffne ich eben für euch. Bitte nicht auf meine Nagelhaut achten, die hat mal wieder ein bisschen Pflege nötig. Damit lassen sich super schöne Designs zaubern. Ich mache das mal wieder drauf. Und schon glitzert die Inga wieder an den Fingern. Da. Wie gesagt, da sind zwei Applikatoren vorbei. Vorbei. Da sind zwei Applikatoren dabei. Und das kostet 6,99 €. Was als letztes noch mitgekommen ist, sind verschiedene Wraps. Und zwar haben wir Blumenwraps. Die Folie schon abgegangen. Dafür zoome ich euch mal wieder ein bisschen raus. Heute wird ziemlich viel gezoomt. Blumenwraps in verschiedenen Größen. Und diese Blumenwraps sind Aquarellwraps, also die müssten auf einem, ja, möglichst auf einem hellen Hintergrund gemacht werden, auf rosa, weiß, grau oder sowas. Da sieht man halt durch, wohingegen diese Schmetterlingswraps, die sind deckend, da kann man also schöne Fullcover-Wraps draus machen. Ich halte sie euch noch mal einzeln in die Kamera. Die finde ich ja schon wieder schön, ne? Weil, ich brauche es nicht noch mal sagen, langsam wird es langweilig. Das ist auch Schmetterling. Und noch mal Blumen. Wie gesagt, da kann man auch so auch mit diesen Rosen gerade so schöne Vintage-Designs zaubern. Dann haben wir nochmal so blaue Blümchen und nochmal solche. Die Wraps kosten einzeln 1,49 Euro. Es gibt sie aber auch in XXL-Paketen. Da sind dann auch noch Steinchen dabei. Und jetzt habe ich eben gerade gesagt, als letztes sind die Wraps dabei gewesen. Das stimmt überhaupt nicht, denn ich habe noch ein paar Steinchen mitgeschickt bekommen. Diese Wraps sind wasserlöslich und auch da, wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne zeigen, wie man die verarbeitet.
Ich finde die total schön und ich würde dann auch auf meinem eigenen Finger dann mal einen Wrap auftragen bzw. ein Design damit machen. Genau, und als letztes habe ich dann halt diese Steinchen noch bekommen. Ich zeige es euch jetzt in der Tüte. Da könnt ihr sie sehen. In zwei verschiedenen Größen und auch die würde ich dann zum Testen nehmen, wie die sich verhalten, ob die gut kleben und so weiter und so fort. Ja, das sind jetzt die Sachen, die die liebe Manu mir geschickt hat. Vielen, vielen Dank dafür erstmal, dass ich die Sachen testen darf. Da freue ich mich riesig drüber. Und ich hoffe, ich habe euer Interesse ein bisschen geweckt. Und ihr sagt mir jetzt, was ihr gerne sehen möchtet. Dann habe ich zum einen auch ein bisschen Videoideen fürs nächste Mal und auch noch dazu weiß ich, was euch interessiert, bevor ich jetzt, wie gesagt, alles im kleinsten Detail zeige und nachher interessiert es keinen, sondern da würde ich ganz gerne auf eure Wünsche eingehen. Ja, das war es dann auch. Diesmal ein kurzes Video, weil ich euch die Sachen ja nur vorstellen wollte und ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und schreibt mir ruhig eure Anregungen in die Infobox und dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt und meine anderen Social Media Adressen, Instagram und Facebook, findet ihr dann auch unten in der Infobox. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.